Ja, hallo und willkommen zum großen Showdown bei Let's Play Diddy Kong Racing mit eurem Triple. Ja, wir wissen, wo es lang geht und wir wollen ihn besiegen. Und wir versuchen es mit Conker. Schauen wir, ob es uns gelingt. Ich mache das jetzt gleich mal hier weg. So. Die Strecke schon mal Anspruch ist schon mal unbedingt. Oh, ich werde nie getroffen, was ist denn da los? Hätte ich eigentlich schon. Die Rakete richtig komisch so. Aber da Wisspick er mit seinem Teil nicht so schnell ist, haben wir noch eine gute Chance. Ja, geht jetzt nicht mehr. Also die Strecke, da muss ich mich echt erstmal dran gewöhnen, andersrum zu fahren. Ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ah. Hack. Oh, nicht mal das trifft. Das ist ja bitter. Ja, mach ich nochmal neu. Also da muss ich mich echt an die neue Strecke gewöhnen. Also andersrum war es wirklich viel einfacher, obwohl es eigentlich die gleiche Strecke ist, aber mein Gott. Ja, einen kleinen Abstand haben wir schon. Müsste ich jetzt gerade mal so ein bisschen komisch fliegen. Ich denke mal, selbst wenn wir jetzt irgendwo hängen bleiben kurz, haben wir ja eine gute Chance zu gewinnen. Scheiße! Scheiße! Das hätte jetzt nicht sein dürfen. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt brauche ich den Boost. Jetzt machen wir es hier aber nochmal spannend. Ich zerdrücke hier fast meinen Controller. Haben wir es. Da ist der Sieg. Und damit ist das Spiel durch. Ja, ist weg. Das ist ein schönes betröppeltes Gesicht.
Tschüss. Passend aktuell zu Star Wars. Fliegt er schön weiter ins Weltall hinaus. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich hab's Spiel geschafft, ich fass es nicht. Gleich die Polonaise. Ich grinse mir hier gerade einen ab, weil ich es jetzt endlich geschafft habe. Mein Lieblings-N64-Spiel mal wieder durchzuspielen. Das hat mir schon sehr viel Fun gemacht und ich fand es schön, dass ich es mit euch teilen konnte. Auch wenn ich nicht so viele Klicks habe wie andere, das ist mir eigentlich wurscht. Ich spiele es jetzt im Spaß und wenn ich es euch mitzeigen kann, dann macht es mir umso mehr Spaß. Tja, da ist der TT. Den werden wir, wie gesagt, nicht mehr holen. Ich habe ganz schön viel Gold hingestellt. Tja, wie auch wie beim ersten Mal. Wispig ist nicht weg, aber es gab nie eine Fortsetzung. Außer auf dem DS, aber das war keine Fortsetzung, so ein Spiel. Deswegen. Ich fände es schön, wenn sie auf der Wii U oder sowas oder auf der neuen Generation von Nintendo dann mal ein zweiter Teil rauskommen würde. Problem wird sein, wird kein Banjo mehr dabei sein. Da bin ich ja, glaube ich, bei Rally. Ja, Diddy weiß ich auch nicht. Nicht, wo da die rechte Linie, ehrlich gesagt, aber wenn Diddy nicht dabei wäre, dann wäre es kein Diddy Kong Racing mehr, ne? Ja, wir werden sehen, was die Zeit bringt, beziehungsweise 2016. Ich weiß nicht, was da groß synchronisiert werden musste. Ach ja. Ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen, nochmal Abenteuer 2 mitzuerleben. Es hat jetzt wirklich lang gedauert. Muss ich mich auch für entschuldigen, dass ich so lange Pause hatte, aber der Wispig, der hat mich echt in Wahnsinn getrieben. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können. Ja. Jetzt sind wir hier am Ende. Und ja, ich finde es eigentlich schade, dass ich jetzt nicht mehr Diddy Kong Racing weitermachen kann. Der Multiplayer mit ein paar Kumpels, der mich auch wirklich empfehlen kann. Also wenn ihr das Spiel nicht habt und ihr habt einen N64, dann holt euch wirklich Diddy Kong Racing. Auch wenn ihr es jetzt hier durchgeschaut habt oder reingeschaut habt, holt es euch. Gerade der Multiplayer macht so Laune. Gibt's so, wie bei Mario Kart 64 auch so einen Modus. Ja, hier steht's, to be continued. Oh, Mann, das wäre halt schön.
Zeit. Die kann der TT auch besser. Tja. Wir schauen nochmal, ob sich irgendwas verändert hat, aber ich denke nicht. Und wenn dann nichts mehr da ist, dann heißt es Diddy Kong Racing! Diddy Kong Racing ist fertig. Ja, Abenteuer 3 gibt es leider nicht mehr. Tja, wir können nochmal gegen Mispic fahren. Ja, rufen wir nochmal unseren Genie her. Hello, friend. The next is challenge of alles beim Alten. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich beim fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in dem nächsten Video bzw. Let's Play wieder. Dann bis dahin, habt eine gute Zeit, auf ein schönes 2016. Euer Purple.